So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Rivals mit der wahrscheinlich letzten Folge überhaupt. Wir müssen noch die große Tour machen und dann sind wir eigentlich meiner Meinung nach durch. Große Tour, wo ist es denn? Das ist ein Hot Pursuit auf jeden Fall, das heißt, wir müssen ein bisschen ausgrenzen. Hier. Das ist was anderes. Jäger des Ruhms. Der Aufstieg zum Ruhm. Der König der Straße. Die Spielzeit. Wo war sie denn? Das haben wir ja schon gesehen. Siedepunkt. Der Express. So, da ist einer als Kopf unterwegs. So. Da ist große Tour. Da war die große Tour und die fahren wir jetzt noch und dann sind wir durch für heute und überhaupt mit dem Spiel. Die Verfolgung mehrerer 10-44 auf Eastwood Rise. Fordere Unterstützung aller Einheiten im Gebiet an. Officer meldet Verfolgung von Speedracern auf Eastwood Rise. An alle, eingreifen. 45 Kilometer, wollen die mich verarschen? Der ist geflogen, ich sehe hinterher. Control, ich verfolge jetzt einen weiteren 1044. Ich meine, wir sollen das Ding ja nicht, du müsstest das Ding ja nicht gewinnen, du müsstest es ja nur quasi beenden. Hier bin ich euch aber nur ins Ziel zu kommen. Ist egal, ob 5., 6., keine Ahnung. Zweiter, erster, Jacke wie Hose, wir müssen das Ding eigentlich nur beenden. Racer hat die Straßensperre umfahren und fährt mit hohem Tempo weiter. Over. Weitere Verdächtige auf Code 3. Wir sind vierter momentan nur. Den einen hat auf jeden Fall schön mitgenommen. Probiert alle Einheiten, dass der Verdächtige auf Vollkontakt geht. Achtung, Verdächtiger versucht mich aufzuschalten. So, die ersten 5 Kilometer haben wir. Fordere 1037 als Einsatzunterstützung an. 1037 Anforderung verstanden. Einheit im Anflug. Verdächtiger ist Sperre ausgewichen. Ausschwärmen und verfolgen. Tschüss. Die zweite Dings verpasst. Nein, hat schön. Wir haben einen Heli hinter mir. Hinter uns. Wobei der gerade den Kollegen hinter mir jagt. Ich hoffe, dass wir trotzdem eine relativ kurze Folge werden. Anhaltender Einsatz gefährdet die Öffentlichkeit. Racer schnellstmöglich verhaftet. Na komm her, Kollege. Nagelwandangriff erfolgreich. Ziel wird langsamer. So, nehmen wir mal das Ding hier mit. Die Werkstatt hier mit, damit wir das Auto wieder voll haben. Scheiße, den habe ich nicht gesehen, der da noch um die Ecke stand. Der ist schon ganz clever eigentlich dort. Kontakt mit 1044. Alle Einheiten, Straßensperre gescheitert. Racer noch auf der Flucht.
gerade, ich verliere den Kerl. Gut, der ballert sich da vorne mit dem Kopf, das ist jetzt gar nicht mal so rund. Control braucht eine Lufteinheit, um die Verdächtigen Hopp. Zu fassen. 8P4, Luftunterstützung. Also wohl einer noch näher. Das Sperre unwirksam, Rasse ist vorbei. Scheiße, ich wollte die Taste gedrückt. Verschwinde. Der Razor rammt mich. Verdächtiger hat mich gerammt, versucht mich abzudrängen. Wir führen 30 Kilometer vor dem Ziel. What the fuck? Ja gut, das ist egal. Klar, wenn ich das Ding gerne gewinne. Und dann habe ich jetzt meinen quasi ernster Verfolger erst. Jetzt schon. Quasi raus ist aus dem Kämpfen. Zentrale informiert alleine, ein Verdächtiger greift uns direkt an. Ich hatte aber auch nicht vor. Irgendwie. Aber. Nehmen wir die mal mit da vorne. Gott sei Dank sind nur Kopfbisher unter uns. 25 Kilometer, also etwa die Hälfte haben wir. Control, der C44 hat mich gerammt. Das war definitiv Vorsatz. Ja, war Vorsatz, genau. Zentrale, ich brauche hier. 54 Kontrollpunkte, 30 haben wir. Tschüss. Nein, da sind sie doch schon wieder. Gehen wir weg. Ja, inzwischen kommen wir da ab dem Vorsprung. Dann gehen sie mir auf den Sack gerade in die Kopf. Verfolgung zu beenden. Verstanden. Erbitte Lagebericht. Könnt ihr sich Kontakt halten? Over. Wo geht's wieder her? Scheiß Kopf. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Das ist natürlich nicht gut. Stufe 6. Ja, das war nur der Dritte. Der ist weg. Control, ich brauche Lufteinheiten. 10-37, Anforderung verstanden. Einheit im Angriff. Ja, Nagelbinder, leck mich doch. Der hat auf jeden Fall nochmal einen gut mitbekommen, der Kollege. Ah, das ist ein eigener Spieler.
Der hat es auf jeden Fall nochmal gut jetzt. Oh, jetzt ist er weg. Gut, der ist schon mal raus aus dem Spiel. Jetzt verschwinde hinter mir. Zehn Kilometer vom Ziel. Ich will das Ding hier nicht verlieren oder so. Nicht so ein Rennen. Da ich glaube, ich will aber die zwei aus dem Spiel rausgenommen, aber verpiss dich von mir. Der Verdächtige versucht Einheiten zu zerstören. Over. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Boah, Alter. Nerv dich doch nicht. Ja, genau, Fahrzeugzeugkette. Genau das ist es halt, was ich habe. Ich gehe mal raus, ja. Ich brauche eine Werkstatt. Oh, Alter. Ich muss echt aufpassen jetzt. Ich fürchte, dass ich das Ding verkacke jetzt. Nein, in die scheiß Wand und dann war's das. 4 Kilometer vom Ziel verkacke ich das Rennen. Nein. Ach, leg mich doch. Rennen verloren. Geil, er hat das alles verloren, ey. Oh Mann. Alles verloren wegen so einer Kacke, ey. Viel zum Thema. Wir haben es locker geschafft. Wir wären das Ding durch gewesen. Alles ist weg. Das kann nicht so sein. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Wir müssen das halt nochmal fahren. Ich hab das so geschafft, das Ding. Alle Einheiten nahe Eastwood Drive. Officer verfolgt mehrere Ziele. Benötigt Unterstützung. Geh mir weg. Scheiße, Mann. Das ärgert mich gerade. C44 geht auf Kontakt. Nehme Schaden. Ich wollte nicht, weil ich den Kopf, sondern nicht mich selber, weil ich einfach selber in die Wand geflogen bin, ey. Der eine hat sich erstmal verabschiedet, das war aber nur Kopf. Kein Racer.
des Verdächtigen entdeckt. Gehe auf Code 3. Ich habe Sichtkontakt zum Verdächtigen, Code 3. Können wir Einheiten von unwichtigeren Einsätzen abziehen und die Straßensperren bilden lassen? Alle Verfolgereinheiten, Perimeterstraßensperren gebildet. Over. Verdächtiger ist Sperre ausgewichen. Aufschwärmen und verfolgen. Luftunterstützung im Anflug. Straßensperre negativ. Rasa hat das einfach versprochen. Drecksack. Zentrale. Kann ich mal so clever und gar nicht mal so dumm. Ja, hau ab von mir mit deinem scheiß EMP. Die geht aber auch schön auf mich. Drei Cops und zwei Racer auf mich. Hau ab von mir jetzt endlich mit dem Scheiß. Wir sind nur ein Dritter, aber trotzdem. Ich will das Ding ja gerne gewinnen, einfach für Check zum Anschluss doch mal. Wer kümmert sich um diese Raser? Haben wir eine Zuordnung? Der Verdächtige ist viel zu schnell. Wir brauchen Straßensperren. Over. Einheiten, Straßensperren an wichtigen Positionen. Straßensperren durchbrochen. Raser ist durchgekommen. So, erstmal. Das Einfachste wäre natürlich, die komplette Konkurrenz aus dem Spiel rauszunehmen. Ja, eine ist ja schon was raus. Der Gelbe, der da vorne fährt. Der ist nämlich jetzt hier raus. Weg. Achtung, Verdächtiger versucht mich auszuschalten. Ich habe den ersten Platz gerade verabschiedet. Um die Verdächtigen zu fassen. Achtung, R1 auf dem Weg zu eurer Position. Na, was? Ich bin doch gar nicht reingefahren. Zentrale, wenn wir keine Straßensperre bekommen, kriegen wir den Kerl nicht. Achtung, haben an Schlüsselpositionen Straßensperren gebildet. Over. Zentrale, haben wir einen hinter den Führenden. Over. Der Racer rammt mich. Das war Absicht. Das war keine Absicht, das war einfach, weil du blöd am Weg rumgestanden bist. Ich glaube, dass einer vorne weg ist. Als Kopf ist das definitiv einfacher gewesen als Ende. Verstanden, Code 3 fortsetzen. So. Na wieder. Der gibt in dem Moment, wo ich das ESF ansetze. Ja, aber für mich. Jetzt. Ich muss gerade leider vom Gas geben, das war wegen dem scheiß ESF. Ne, ich weiß schon, was ich meine. Jawohl, der hat einen Reifenplatz. Warum auch immer der sich direkt in die Abkürzung klemmen will. Auf Biegen und Brechen. Hat mir Schleier. Der hat's aber heilig gehabt. So. 20 Kilometer noch. Ah, jetzt ist wieder der Typ da wieder dabei. Dieser Face irgendwas da.
Den hatte ich mich eben schon. Den hat er auf jeden Fall noch mitgenommen. Control, ich brauche Lufteinheiten. 10-4, Luftunterstützung im Anflug. So, die Frage ist, wie viel haben wir Vorsprung? Wir haben 7,5 Minuten durch. Die Rekordzeit liegt bei 11, irgendwas Minuten. Also sprich 4 Minuten noch. Den hat er auch gut erwischt. Fahr von mir jetzt endlich, ey. Ich weiß Kopf. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. So, 13,7 Kilometer, also 9 Kilometer noch. Dann haben wir nämlich die Marke, die wir eben schon hatten. Verstanden. Wir haben Einheiten zur Hilfe geschickt. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt haben wir gerade keine Kopf an der Backe. Das kann sich aber sehr schnell wieder ändern. Da ist wieder einer. Das war mir fast klar. Das ist genau der Moment, wo mir spawnen muss. Da vorne ist eine Werkstatt. Ich nehme alles mit, was jetzt an Werkstätten geht. Ach, was? Laber kein. Oh. Alles gut, alles gut, alles gut. 10 Kilometer noch. Zentrale, könnt ihr alle Sekundäreinheiten rufen? Wir müssen sie umleiten und brauchen sie hier. Verschwinde mit deinem scheiß Heli, Mann! Genau, in dem Moment ist mir noch einer vorbei von denen, von dem ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das ist keine Schockwelle. Jetzt wird der Scheißkopf, ey. Achtung, verdächtiger Versuch. 4,9 Kilometer noch, liebe Leute. Oh, der mit dem Scheiß ist erfragt, Mann. So, hier ist er mal jetzt mal fliegen gegangen. Ich will das Ding nur beenden, aber jetzt Erster werden oder nicht, das ist mir letztendlich scheißegal. Ich würde es natürlich gerne werden. Kontakt zum verdächtigen Fahrzeug verloren. Verstanden. Wir leiten Verstärkung vor eurer Position um. Over. Haut wieder repariert. Schöne von mir. So. Hey, wir haben es ja geschafft. Da vorne ist das Ziel, oder?
Yes, wir haben's. Puh, war doch harte Arbeit. Aber wir haben es geschafft, liebe Leute. Mit Live-Bildern aus Redview County, wo der unter dem Namen Zephyr bekannte Racer in eine schreckliche Kollision mit örtlichen Polizeieinheiten verwickelt war. Rettungskräfte bahnen sich soeben ihren Weg zur Unfallstelle, aber es erscheint kaum vorstellbar, dass es jemandem gelingen könnte, dieses Wrack lebend zu verlassen. Ich bin die Reality Show. Die 15 Minuten, die du nie haben wirst. Rasen ist gefährlich. Aber wenn du nicht schnell bist, lebst du nicht. Das war's. Beliebt das mit Rivals. Danke. Glückwunsch, deine Racer-Karriere ist abgeschlossen. Aber es gibt noch viel zu tun. Geh zurück und probiere die restlichen Speedlists und tritt über Autolog gegen deine Freunde an. Die Rivalität geht weiter. Ja, aber nicht vorhin. Das mache ich mit Offscreen. Dann war's das hier mit Need for Speed Rivals. Und das... Jetzt bin ich raus.